Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir haben heute ein spannendes Thema, wovon ich noch nie gehört habe. Vielleicht geht es euch genauso. Jinshin-Jutsu heißt das Ganze. Und was das mit Gesundheit zu tun hat, dafür habe ich heute eine Expertin eingeladen, die Petra Gerres. Und die wird uns das Ganze jetzt mal nahebringen. Viel Spaß im Interview. Hallo Petra. Ich freue mich, dass du hier in Dresden bist, dass du uns heute hier besuchst, um uns etwas über Jinshin-Jutsu zu erzählen. Vielleicht sagst du einfach mal, man kennt dich ja noch nicht aus dem Social-Media-Bereich, sage ich mal. Erzähl uns doch einfach mal, wer du bist und wie du zu Jinshin-Jutsu gekommen bist. Hallo Jana, Hallo. vielen Dank für die Einladung, die sehr herzlich ist. Und ja, ich fühle mich sehr wohl bei dir. Das Das freut ist mich. angenehm. Ja, ich bin Petra Gerris und wie bin ich zu Jinshin-Jutsu gekommen? Ich habe lange gesucht, viel gelernt, viele, viele Jahre war ich sehr suchend, also was dann nun meine Berufung wäre. Ich habe gesungen, Konzerte, Semi-Profi. Ich habe Feng Shui gemacht. Ich habe mich für Kräuter interessiert. Ich habe Körper mit Körperarbeit hat mich interessiert. Viel Psychologie hat mich interessiert. Homöopathie hat mich interessiert. Also ich habe mich während der Familienzeit und der Arbeit mit den Kindern zu Hause die Zeit, die ich so ringsherum hatte, habe ich genutzt, um mich fortzubilden und habe Kurse besucht, habe also sehr viel Geld investiert und sehr viele Fortbildungen gemacht. Alles, was mir geholfen hat, habe ich dann gelernt und bin aber irgendwie nie so richtig in die Schuhe gekommen sozusagen und habe dann das Jinshin-Jutsu entdeckt über folgenden Weg. Ich habe mich für Fünf-Elemente-Ernährung interessiert und habe da ein Buch gelesen und da schrieb die Autorin, ja, wenn das und das ist, dann könnte man den kleinen Finger halten. Und ich so, hä, wie kann man einen kleinen Finger halten, wenn irgendein Meridian irgendwie oder ein Element, Wasserelement oder irgendwas nicht ausgeglichen ist, dann gibt es die und die Indizien dafür und das würde man daran erkennen. Und mich hat das interessiert und dann stand da so, ja, dann können, das ist Jinshin-Jutsu mit so einem kleinen R oben, ne? Und dann habe ich erstmal gedacht, hä, kleinen Finger halten, was ist das denn? Ne? Also ich war total, es kann ja nicht sein, dass man mit einem kleinen Finger halten irgendwie was bewirken könne. Und dann habe ich es aber tatsächlich ausprobiert und dann habe ich weitergeblättert und andere Meridiane oder Elemente gelesen mit Ernährung, wie man es verknüpft und so und womit man die stärken kann. Und dann habe ich wieder dieses Wort, immer wieder diese Jinshin-Jutsu. Und das, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, hat mich das so angefuchst, dass ich gesagt habe, ich muss mir doch mal ihr Buch kaufen. Das war jetzt keine Fünf-Tages-Lehrerin, die jetzt auch in diesem Jinshin-Jutsu-Verein unterrichtet, sondern sie hat das so, sie ist Ärztin und sie hat das so privat geschrieben mit dem Hinweis, da gibt es ein Europabüro in Deutschland. Und ja, und dann hat mich das so interessiert, dass ich dann irgendwann da angerufen habe. Und nach Jahren, nachdem ich ihr anderes Buch gelesen hatte, und dann habe ich mir den Flyer schicken lassen und der lag dann auch irgendwie 3 Jahre. Und da habe ich gedacht, boah, ist das teuer, diese Ausbildung. Und dann irgendwann waren wir mit meiner Familie bei Freunden in einer Bauderie im Winter und haben da Winterurlaub gemacht. Und da habe ich unter anderem, nachdem ich diese 8 Jahre dieses Buch von dieser Autorin schon gelernt und an mir gearbeitet habe und mir das gut getan hat, das, was ich da gemacht habe, habe ich dann halt die Erfahrung gemacht mit Tieren erstmals. Und da waren 2 Hunde, ein schwarzer und ein brauner. Und der schwarze, der war so ein bisschen weg. Und der braune kam sofort zu mir, kam auf meinen Schoß, legte sich hin und hat sich strömen lassen. Wir nennen das Strömen im Jinshin-Jutsu, weil da Energie fließt. Das stellt man sich vor. Ja, da kommen wir später, glaube ich, noch dazu. Also dieser Hund kam dann auf meinen Schoß und ich habe ihn also ganz, ja, man kann sagen, geerdet. Ich war geerdet von der Natur, von den Sauerstoffgehalt, Blut, also Sauerstoffgehalt im Blut. Und das war so wohlig für diesen Hund. Also erst hat er gesessen, gezittert, dann hat er sich hingelegt, dann hat er sich wohlig gefühlt und irgendwann war er fertig, satt, sage ich jetzt mal.
und ist runtergegangen, ist runtergesprungen zu dem anderen Hund und hat Wuff gemacht und hat dem Bescheid gesagt, hey, jetzt kannst du gehen. Und der ist tatsächlich, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, zu mir gekommen. Also der hat dem Bescheid gesagt sozusagen und kam dann auch auf meinen Schoß und das Gleiche nochmal. Also er hat gesessen, hat mich angeguckt, gezittert, sich hingelegt, sich strömen lassen und er hat sich dann hinterher auch, ja, so wie die Hunde das so machen, mit ihrem Blick bedankt, sag ich jetzt mal interpretiert. Und da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, ich sag, jetzt muss ich das machen. Also wenn sogar die Tiere kommen und sich wohlfühlen. Und ich wusste immer, dass ich irgendwas mit den Händen arbeiten möchte. Und ja, ich war früher auch mal Bankkauffrau und Korbflechterin. Also ich habe mit dem Kunsthandwerk gestartet, bin dann auch mit der Kunst des Singens in Berührung gekommen. Darüber bin ich in die Körperarbeit gekommen und darüber dann auch im Jinjinjutsu gelandet. Und das Wunderbare ist, dass ich das jetzt im Jinjinjutsu und in der Körperarbeit, dass ich das alles kombinieren kann. Also es hat so wie Peng gemacht und jetzt war es klar, das ist es jetzt. Da gibt es noch so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe meinen Sohn, als er Schüler war, mit der Klasse begleitet in ein Museum. Und da waren so alte Höhlenmalereien so abgebildet und die waren so orange, so erdige Farben, so wie früher die, diese typischen Höhlenmalereien. Und dann habe ich davor gestanden, da war so ein Mann, der saß da beim anderen und hatte die Hände auf einem Bild so und beim anderen Bild so, also hat an dem anderen die Hände dran gehalten, der da neben ihm saß. Und dann habe ich gedacht, die machen doch da irgendwas. Was machen die da? Und ich stand davor und ich war so neugierig. Also als wenn meine Seele das schon gewusst hat. Ja, ich habe da hab gedacht, das berührt mich das auch so immer wieder, wenn ich das erzähle. Was machen die da? Das war so, das kam so von hier. Und dann sitze ich in meinem ersten Ausbildungsseminar, 5 Tage geht das immer, und sitze da und da schmeißt der Lehrer, das war ein brasilianischer Lehrer, der schmeißt da so ein Overhead-Projektor-Bild an die Wand und er sagt da, und übrigens, das haben schon die alten Ägypter schon gemacht. Und da hatte ich meine Antwort, nach Jahren, nach vielen, vielen Jahren. Ja, das war ja dann wirklich wie so ein Schlüsselerlebnis für dich. Total. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, bis ich auf dich getroffen bin, davon noch nie gehört. Und deswegen würde mich natürlich interessieren, was ist Jinjinjutsu und woher kommt das? Ja, Jinjinjutsu ist, ja, man kann das gar nicht in einem Satz beschreiben. Das ist die Kunst des liebevollen Schöpfers durch den wissenden, mitfühlenden Menschen. Das ist so die Endübersetzung, die ich ganz oft gehört habe von den Lehrern. Und Jiro Morai war der Urvater, der das wiederentdeckt hat, quasi, also was da die alten Ägypter vielleicht schon gemacht haben und was verloren gegangen ist, dieses Wissen. Und ja, soll ich einfach mal ein bisschen über Jiro Morai erzählen? Ja, und auch vor allen Dingen, was das ist, was man da macht. Ja, also stell mir so vor, was passiert dann? Ja, genau. Ja, also es ist eine Harmonisierungskunst. Wir übersetzen das auch mit japanischem Heilströmen, weil Jiro Morai aus Japan stammte. Ja, Jiro Morai ist der Urvater des Jinjinjutsu und er hat das weitergegeben an seine Schülerin Mary Burmeister. Mary Burmeister ist halb Japanerin, halb Amerikanerin und sie ist aus bestimmten Gründen nach Japan gegangen. Ich glaube, sie hatte dort ihre Großeltern und hatte dort auch Übersetzungstätigkeiten gemacht und oder als Übersetzerin gearbeitet und hat dann Jiro Morai kennengelernt. Und er hat sie gefragt, ob sie denn wohl bereit wäre, ein Geschenk mit nach Amerika zu nehmen. Und sie hat einfach so ja gesagt. Ne? Sie wusste da, glaube ich, gar nicht, was auf sie drauf zukam. Und die Mary Burmeister hat dann ihr Wissen weitergegeben, nach vielen Jahren des Studierens, sie hatte auch einen Briefwechsel mit ihm gestanden, als sie nicht mehr so dicht beieinander waren. Sie hatte dann geheiratet und ja, sie hat dann alles so zusammengesammelt viele Jahre und hat dann irgendwann angefangen, 5-Tageskurse zu unterrichten und auch das ihr Wissen dann weiterzugeben. Das ist eine wunderbare Vereinigung.
also in der ich mich sehr wohl fühle. Und Jinjinjutsu harmonisiert uns. Es bringt uns zu uns selber. Wir können als Praktiker, also ich bin Jinjinjutsu-Praktikerin, ich bin auch Gesundheitsberaterin, aber wir sind Praktiker, nachdem wir eine bestimmte Anzahl von Kursen besucht haben und viel Selbststudium gehört dazu, sehr viel Selbststudium. Und da gehe ich voll drin auf. Also es gibt fast keinen Tag, wo ich nichts lerne. ich habe überall meine Unterlagen liegen und das ist immer, wenn ich irgendwo was höre, was jemand hat, wo ich denke, ah, was könnte ich da machen oder was kann ich darüber lernen? Ne? Also was kann ich da dazu lernen? Wie sieht das jetzt genau aus, wenn ich jetzt zu dir komme? Was machst du und was ist so das Prinzip der Wirkung? Ja, also wenn du zu mir kommst, dann... Ja, dann freue ich mich. Das ist schon mal gut. Genau. Ja, weil es ist ja recht unbekannt. Ne? Das ja, also ja, ich jetzt... wüsste jetzt gar nicht, was kommt auf mich zu? Was passiert da überhaupt? Ja, ich freue mich auch über die Gelegenheit, das in die Welt tragen zu können, um das Wissen da unters Volk zu bringen. Ja, unters Volk zu bringen, genau, ganz einfach gesagt. Ja, also man kommt ganz einfach zu mir und ich erkläre dann so ein bisschen, wie das... Also wir sprechen erst nett miteinander, du sagst mir, warum du kommst, was du für ein Anliegen hast, was dich zu mir führt, wer dich zu mir geführt hat oder was das war. Und wir lernen uns kennen und dann, wenn das dann so an der Zeit ist, dann gibt es eine Behandlungsliege. Man kann das aber auch im Sitzen machen, dieses Strömen. Und dann gibt es für mich eine Information, an den Handgelenken, ja, da gehe ich an die Handgelenke und da bekomme ich Informationen über den derzeitigen Energiestatus oder über die Ausgeglichenheit in deinem Körper. Da kann ich also ganz viel ablesen. Das alleine zu lernen ist schon eine Kunst. Also du nimmst quasi meine Hände in ja, die Hand? Ja, darf ich mal ja, genau. So zum Beispiel so, ja, dann ach so, okay. Du liegst und ja, so rum ist das für mich etwas leichter. Also du hast die Hände zum Beispiel auf dem Bauch und ich fühle dann, okay. Was ist los in mir. Ja, was ist los in dir? Ich habe dann noch so die Begabung, ich höre dann auch, wenn Leute Hunger haben oder Durst haben, dann frage ich natürlich, hast du Durst? Kann ich dir was zu essen machen? Genau. Ja, hast du Durst? Ja, woher weißt du das? Ich habe also eine ziemliche gute Intuitionsgabe. Geschenkt bekommen, die so nach und nach aufgeblättert ist und aufgeblüht. Ich habe dem immer intensiver wird. Ja, ich habe dem am Anfang gar nicht getraut, dass wenn ich da mal kurz einen Abzweig machen kann. Ich arbeite auch in einer Salzgrotte im Fest und da kommt eine Kundin rein und ich denke, oh, was könnte die so beruflich machen? Und dann denke ich, ja, die könnte Kosmetikerin sein. Und dann sage ich, sagen Sie mal, was machen Sie so beruflich? Ja, ich bin Kosmetikerin. Und ich so, oh, nein, das stimmt. Also ich war so ganz überrascht. Und da diesem Vertrauen, diesem Gespürvertrauen, also ich bin jetzt nicht hellsichtig oder so, aber diese Intuition, die ist stärker schwierig geworden. Schwierig am Anfang, ne? Ja, ich konnte das selber gar nicht glauben. Und auch andere glauben mir nicht. Also damit habe ich auch... Aber das ist ja egal. Ja, das ist so. Ich habe es ja selber am Anfang auch immer nicht geglaubt. Ja, aber es ist halt immer deutlicher geworden. Jetzt sind wir ganz... Genau, ich wollte im Prinzip wissen, auf welchem Prinzip das Ganze basiert, diese Wirkung, beziehungsweise was du dann machst. Also du spürst meine Hände, genau. Dann weißt du, ob ich Hunger oder Durst habe. Das ist nur der Nebeneffekt, weil ich möchte ja nicht, dass du Durst hast, wenn du da liegst, ne? Weil genau. Es ist auch wichtig, dass wir gut bewässert sind in unserem Körper. Ne? Dass wir dadurch entgiften wir ja dann auch gerade so genau, nach so einer Behandlung. Ja, genau. Wie geht's dann weiter? Ja, dann mache ich so für mich meine, verarbeite ich so diese Informationen und dann suche ich was raus, was Schönes für dich, was dir gut tut. Und dann lege ich meine Hände an verschiedene Positionen des Körpers. Und das sind die Energieschlösser. Da komme ich jetzt auf den Punkt Sicherheitsenergieschlösser. Das sind Schaltstellen. Wenn ich das ein bisschen weiter aushole, wir haben ganz viele Energieströme in unserem Körper. Von der chinesischen Medizin her kennt man Meridiane. Mhm. Bei uns heißt das Funktionsenergien. Und es ist recht ähnlich von den Strukturen her, wo die langfließen. Und
wenn man also jetzt das nochmal so ein bisschen vielleicht vergleichen möchte, bei der Akupunktur, da nadelt man ja die entsprechenden Meridiane und im Jinjinjutsu haben wir Schaltstellen, diese Sicherheitsenergieschlösser, das sind unsere Freunde übrigens, die jeder hat am Körper. Das hat der Jerome Moraya halt rausgefunden, wo die liegen und wo die sind und was man mit denen machen kann und wie die heißen und hat denen wunderschönen Namen gegeben. Und zum Beispiel die Energieschloss Nummer 11 liegt hier oben, ja, Abladen überflüssigen Gepäcks. Also das ist halt, wenn wir uns zu viel auf den Schultern aufgeladen haben. Ne? Mhm. Ja, oder hier das Energieschloss Nummer 20 mit den Augen oder durch die Augen Gottes schauen. Das finde ich sehr schön, weil die Schöpfung mit einbezogen wird auch bei dem Ganzen. Ja, so diese Schöpferkraft und da fühle ich mich sehr zu Hause. Ich bin sehr gläubig groß geworden und da habe ich, also das kann ich mit einbeziehen und ich kann mich als Werkzeug da in diesen Dienst stellen. Und diese Energieschlösser sind unsere Freunde und wir haben 26 Energieschlösser am Körper, einmal auf der rechten Körperseite und auf der linken Körperseite. Wir haben einen Hauptzentralstrom. Dieser Hauptzentralstrom läuft so lange, bis wir den letzten Atemzug gemacht haben. Ja, und aus dem Hauptzentralstrom werden die Betreuerströme gefüttert. Das sind die, also der Hauptzentralstrom, der begleitet unser Körperei jetzt hier und hinten, also vorne runter, hinten hoch. Und das geht dann in die Betreuerströme, die betreuen beide Körperhälften. Und dann kommt noch der Vermittlerstrom dazu, der verbindet alles mit allem. Und wenn da irgendwas nicht richtig fließt, ja, dann sind wir nicht in unserer Mitte. Dann also spüren ist wir so eine Art Blockade, die wir dann haben? Ja, das kann durchaus sein. Wenn wir eine Verletzung haben, Sturz, einen Unfall, ein psychisches Traumata, dann schnappen diese Sicherheitsenergieschlösser zu, zum Beispiel auch, um den Rest des Körpers zu schützen. Und die sollten halt aber offen sein, ja, um dass wir uns wohlfühlen, dass wir gesund sind, dass wir Vitalität haben, dass wir jugendlich kraftvoll sind. Und das war auch immer das, was mich so berührt hat. Die Lehrer, die sehen alle gesund aus, die sehen frisch aus, obwohl sie auch schon älter waren, als sie aussahen. Und das hat mich überzeugt, weil man muss das ja erstmal glauben, dass das so ist. Ja, man sieht das ja nicht. Ja. Es gibt wohl jetzt in Nordkorea wohl auch eine Studie, dass man inzwischen auch die Meridiane wohl optisch darstellen kann. Also das habe ich jetzt vor kurzem gehört. Ich weiß nicht, wie die das machen, da will ich mich nicht zu äußern, weil ich es nicht genau weiß, aber dass das wohl auch möglich ist. Ja. Was für Menschen kommen denn zu dir? Sind das jetzt Menschen, die sich einfach unwohl fühlen und unglücklich sind oder sind das Menschen, die wirklich so Verletzungen oder Krankheiten haben? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich ziehe automatisch die Leute an, die zu mir passen. Aufgrund Weiterempfehlung. Also ich habe auch keine Internetseite, das kommt alles über Mundpropaganda zu mir, wenn das kommt. Und ich nehme mir auch sehr viel Zeit für die Leute. Also ich bin nicht der Typ, so nach 50 Minuten, der nächste bitte. Und ich bin das einfach nicht. Also bei mir ist man dann auch schon ein bisschen länger da, wobei ich nicht also so lange ströme, sondern da finden dann auch Gespräche statt, also von Herz zu Herz auch, ja. Sehr schön. Was ist denn jetzt der Kern des Ganzen? Der Kern des Ganzen ist die Harmonisierung und dass man sich selbst erkennt. Also Jinjinjutsu ist ein wunderbares Mittel, erkenne mich selbst. Also die Übersetzung aus dem Japanischen ist ein bisschen undeutsch, sag ich mal. Und das heißt so, erkenne mich selbst, es ist. Also was ist meine Essenz, was ist meine Aufgabe, was ist mein... Also man kommt immer, es ist als wenn man eine Zwiebel pellt. Und man kommt dadurch einfach immer ein Stück weiter näher an seinen Kern, an seine Aufgabe, an seine Bestimmung, an die Authentizität, an die Ehrlichkeit, an die Wahrhaftigkeit, an die, ja, einfach ins Wohlfühlen hinein. Und man kann das dann auch wieder ausstrahlen und weitergeben. Und das ist also mein Anliegen, möglichst vielen Menschen das auch liebevoll, fröhlich also es macht halt einfach auch Spaß, weiterzugeben. Ich kann das dann auch selber zu Hause machen? Ach ja, okay. Ja. Ich kann das selber anwenden und kann man dabei etwas falsch machen? Jetzt zu der ersten Frage. Also man kann das durchaus gut selber anwenden. Wenn du jetzt zum Beispiel bei mir warst, dann kann ich dir auch so eine Art Hausaufgaben mitgeben. Ist ein blödes Wort, aber so eine Art Hausaufgaben mitgeben. Aber es ist ja wichtig, dass es danach irgendwie weitergeht. Genau, so, ne? Also das ist, du kommst zu mir und ich erkenne was und fühle was und gleich das aus. Das wirkt 8 Stunden nach.
Und das harmonisiert deinen Körper auf eine andere Ebene dann. Ja? Dann also nach diesen 8 Stunden hast du dann einfach ein anderes Level oder einen anderen Energiestatus als vor diesen 8 Stunden. Man kann sich auch zweimal strömen lassen am Tag, dann lässt man 8 Stunden dazwischen. Und bei ganz Bedürftigen ginge das auch sogar dreimal. Dann müsste man das also immer mit 8 Stunden Zwischenabstand halten. Also Leuten, denen es vielleicht sehr, sehr schlecht geht, die zum Beispiel eine Chemo machen, dass man das begleitend unterstützt. Also als Begleitung zu den medizinischen Anwendungen ist das gedacht, ne? So als Begleitung, ja. Wer das möchte, wer das so unterstützend haben möchte. Aber natürlich nicht nur sehr Schwerkranke, also, oder ich bin ja nicht zum Heilen da, sondern zum Harmonisieren. Zum Heilen sind die Ärzte da. Aber dadurch, dass ich Gesundheitspraktikerin bin, habe ich natürlich auch Tipps wie trinke gutes Wasser, ja, weil so, also viele trinken zu wenig oder nicht so gutes Wasser oder was man ernährungstechnisch machen kann aus der 5-Elemente-Ernährung, wie man da auch den Körper unterstützen kann, weil die Schulmedizin ist das eine und das Unterstützen und was man, ich finde, man muss auch Selbstverantwortung übernehmen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Man kann nicht nur sagen, ich gehe zum Arzt und der soll mal machen, immer ein ganz großes Thema bei uns. Ich glaube, da sind die Ärzte auch glücklich, wenn ich sowas vielleicht sage, sondern dass man einfach auch ein bisschen selber mitmacht und auch Selbstverantwortung übernimmt. Und da habe ich dann auch so Ideen und Tipps, wie man das in ein schönes Ganzes bringen kann, dass es vorwärts geht mit demjenigen. So, ja. Und ich kann da, wenn ich das selber zu Hause anwende, auch nichts falsch machen. Du kannst von mir die Stellen dann gezeigt bekommen. Ich bin auch Selbsthilfelehrerin. Also ich habe die Ausbildung sehr flott gemacht, weil mich das also sehr interessiert hat. Und durch das Feng Shui-Wissen, was ich vorher, also ich bin auch Feng Shui-Beraterin gewesen. Was hast du noch nie gemacht? Ach, ja, das ist, und dadurch hatte ich ganz, ganz viel Wissen schon mitgebracht. Und deswegen konnte ich sofort losstarten, weil ich habe immer da gesessen in dem Kurs, in dem ersten, habe gesagt, ja, ich kenne das ja alles schon. Und dann konnte ich dieses Wissen und die Schlösser hatte ich vorher mir schon selber angeeignet, wo die sind. Also ich war sehr wissbegierig, bin schon mit viel Wissen hingegangen und habe dann sortiert, ich kann schnell schreiben und jetzt bin ich schon wieder weg von der Frage. Ne? Also es geht, manchmal gehen die Pferde dann so mit mir durch. Ja. Falsch machen? Ja, nein, du kannst nichts falsch machen, weil die innere Stimme und dein Gefühl wird dir sagen, es tut dir gut oder es tut dir nicht gut. Und du probierst es einfach aus. Und so wie ich jetzt zum Beispiel hier meinen Daumen halte, um in meiner Mitte zu sein, um geerdet zu sein. Die Babys nuckeln ja am Daumen, ne? Du würdest spüren, wenn dein Körper sagt, jetzt habe ich genug den Daumen gehalten, dann würde dein Körper sagen, es reicht jetzt. Oder wenn ich sage, du könntest dir den und den Finger halten, um das und das zu unterstützen, ja, und du machst das und ich sage 5 bis 10 Minuten und du sagst nach 3 Minuten, ach, ist schon, reicht schon, ja, ich fühle mich schon besser, ich fühle schon, dass sich da was tut. Es kommt auf die Fühligkeit der Leute drauf an, also wie sehr man, ich spreche von, aus der Körperleichtigkeit, spreche von Verpanzerung, ja, wie dicht der Körper ist. Wenn jemand schon sehr viel Körperarbeit und sehr viel an sich gearbeitet hat und an seiner Identität und an seinem Sein, dann wird man ja immer lockerer. Ja, also es kommt ja immer mehr Verpanzertes aus dem Körper heraus. Und je spüriger werden die Leute. Also manch einer merkt ja gar nicht, wenn eine Ameise am Bein krabbelt und ein anderer sagt, oh, da läuft ein Elefant gerade an meinem Bein lang. Also manche Leute spüren und manche Leute nicht. Und dieses Gespür, dieses Körpergefühl, das kommt natürlich dann auch vermehrt durch, ja, wie diese Zwiebel, die sich pellt. Das sind so Dinge, aber das spürt man dann einfach selber. Wenn man genug hat, dann weiß der Körper das. Und wenn man Bedarf hat, dann spürt man auch und denkt man, ach, jetzt kriege ich Kopfschmerzen. Jetzt bin ich ganz durcheinander im Kopf oder irgendwas, wo man sagt, ach, jetzt könnte ich mich mal wieder strömen. Wir nennen das Strömen, weil es fließen da Energieströme, also die Ströme werden angeregt, ja, es harmonisiert sich und dadurch kommt man ins Fließen, in die Ruhe auch und ja, da kann man nichts falsch machen. Ja. Was hat das denn so in deinem Leben bewirkt, seit du das selber anwendest? Hast du das Gefühl, dass du so in deinem Kern angekommen bist? Ja. Ja, ich bin in meinem Kern angekommen. Das war nicht immer nur angenehm. Also ich war. Ist ja auch kein leichter Prozess, nein, sowas. Also viele, wir hatten das Thema jetzt schon mal, ne, mit Lebensziel. Viele stellen sich das einfach vor. Ja.
sein Lebensziel, sag ich jetzt mal, gerecht zu werden oder in seine Mitte zu kommen. Aber es ist ein tatsächlich unglaublich schwerer Prozess und bei Weitem nicht einfach. Klar, wenn man dann da angekommen ist, dann ist es schön, ne? Aber wie war so dein Weg dahin? Also, ja, also ich war sehr, sehr schwer krank. Ich war hochdepressiv. Ach so, okay. Ja, ich habe also, nachdem ich dann aus der Berufswelt völlig raus war, habe ich auch darunter gelitten. Also ich war ja dann aber für die Kinder auch gerne da. Also ich habe 3 wunderbare Kinder und als die alle klein waren, war das sehr anstrengend, weil die in sehr dichtem Abstand geboren sind. Und also ich habe die auch keine Nacht schreien lassen und das war halt für mich irgendwann sehr anstrengend. Ich habe 6 Jahre lang nicht durchgeschlafen. Oh je. Und meine Batterie war leer. Ich hatte eine Blutvergiftung. Ich hatte Panikattacken. Mir ging es wirklich richtig schlecht, ja. Und da habe ich Das heißt, du warst quasi auch schon eigentlich immer auf der Suche nach etwas. Genau. Ich wollte eigentlich schon Kinderkrankenschwester werden. Und ich war schon immer so ich wollte da schon immer rein. Das hat mich schon immer interessiert, Medizin und auch alternative Sachen, Kräuter, Fußreflexzonenmassage. Also das hat mich schon als Jugendliche interessiert. Mhm. Und dadurch, dass ich wirklich so richtig auf die Nase, also ich war richtig kaputt, ja, wirklich. Mhm. Ich habe 53 Kilo gewogen, ich konnte nichts mehr essen. Also wenn man mich hier so sitzen sieht, glaubt man das gar nicht. Mhm. Und da gibt es im Jinjinjutsu auch mehrere Leute, denen es wirklich schlecht ging und wo man dann auch so einen Weg kommt, wo man auch selbst was tun kann. Ja, da bin ich dann allerdings auch durch andere alternative Heilmethoden und auch natürlich medizinisch betreut rausgekommen. Ich habe ganz viel selber auch bezahlt für meine Gesundheit. Wie lange hat der Weg gedauert, bis du da rausgekommen bist? Wie viele Jahre ging das dann? Ja, das ging so Schritt für Schritt. Also je älter die Kinder geworden sind, desto mehr hatte ich ja dann irgendwann auch wieder Zeit für mich. Na, wenn die dann so in den Kindergarten gekommen sind, dann hatte ich also wieder Zeit, Luft zu holen. Und dann habe ich mich langsam erholt davon. Und es wurde dann immer Schritt für Schritt besser. Also das hat nicht so schnipp gemacht. Das war aber wirklich, es war schon so ein Prozess der 6, 8 Jahre. Oder? Ja, es waren viele Jahre. Und es ist heute noch so, dass, vielleicht kennst du das Wort getriggert, ja, wenn man getriggert wird mit irgendeinem Thema aus der Vergangenheit, ja, wo man Verletzungen in sich trägt oder wo man Schmerz hatte oder etwas unperfekt war, ja, also wir sind ja alle Menschen und jeder gibt sein Bestes zu jeder Zeit wir werden ja nicht im Paradies groß und das macht ja was mit uns, egal ob es ein Unfall ist, ob man mit dem Fahrrad stürzt oder ob es irgendwas anderes ist, eine Ungerechtigkeit, eine Verletzung oder wenn man in der Schule gemobbt worden ist, solche Sachen, ja, das macht was mit einem, das prägt einen und das kommt dann so langsam raus und das ist das Schöne beim Jinjinjutsu, ist das eine sehr sanfte Methode, dass das so Schritt für Schritt verarbeitet wird, es hat Zeit zum Verarbeiten, also wir haben hier zum Beispiel die Verarbeitungsebene, da liegt ja auch Gallenblase, Leber und auf der anderen Seite Milz, Magen, Bauchspeicheldrüse, ne? Wir haben halt hier die Verarbeitungsebene, die Därme und so eben halt auch, das geht nicht von jetzt auf gleich und das, dadurch, dass Körper, Seele und Leib eine Einheit ist, guckt man dann, wo es gerade weitergeht, ne? Ob jetzt eine Operation ansteht oder ob irgendwas alternativ gemacht werden kann und viele Wege führen nach Rom. Mhm. Ne? Ja. Welche Erfahrungen, die du in dem Beruf gemacht hast, haben dich jetzt so am meisten beeindruckt? Ach, ich möchte jetzt mal was Witziges erzählen. Wenn es dich beeindruckt hat. Ja, es hat mich sehr beeindruckt. Also es war einfach eine schöne Geschichte. Es gibt Energieschloss Nummer 1, ja, das sitzt hier an den Knieinnenseiten. Mhm. Und das ist der Urbeweger, der etwas nach vorne bringt. Wir machen ja auch, wenn wir einen Schritt machen aus der Körperleichtigkeit oder aus dem Körperbewusstsein, fängt ja der Schritt im Knie an. Also wir bewegen das Knie, um einen Schritt zu machen. Mhm. Das ist so von der körperlichen Seite und aus dem Jinjinjutsu ist das, ich verknüpfe die Sachen einfach immer gerne. Ja. Okay. Im Jinjinjutsu ist es halt der Urbeweger, die 1. Die 1 ist ja auch wie so ein Pfeil geschrieben, ne, als Zahl, wo es nach vorne geht. Und da war ich mit meinem Mann in Portugal eingeladen bei einem Bischof. Wir sind befreundet und
Ich habe mit meinem Mann auch die Aufgabe gehabt, da etwas vorzutragen, sängerisch. Also wir haben, mein Mann begleitet mich dann und wir haben da so ein kleines Konzert gemacht zum Nachmittagessen, so für eine schöne gemütliche Runde und ein Programm gestaltet und deswegen waren wir da eingeladen. Mhm. Und wir waren also natürlich dann vormittags in der Kirche, dass die ihren Segen dort empfangen konnten. Bei uns dürfen die Bischöfe auch heiraten in unserer Religion, ja. Deswegen sage ich das dazu. Und während des Unser Vaters ist jemand sehr stark mit seinem Husten beschäftigt. Der saß genau hinter mir. Ja. Und er hat gehustet und ich setzte mich hin und mein Mann guckte mich an und denkt, oh nein, was tut sie da jetzt wieder? Das ist einfach eine wunderbare Geschichte, um Jinjinju zu erklären, wie das funktioniert. Und die Bänke hatten, also diese typischen Kirchenbänke, die so Löcher hatten. Ne? Und ich nahm meine Hand und fasste ihm also an sein rechtes Energieschloss 1, natürlich ohne zu fragen. Aber ich habe gedacht... Wenn die Dame vor einem mal einfach so hinter ans Knie packte. Genau. Ich habe ihm also ans Knie gefasst sozusagen und er rutschte weiter nach rechts und ich habe gedacht, nee, so ist. Und er hörte sofort auf zu husten. Und das habe ich schon öfter gemacht und es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell das funktioniert. Gestern beim Friseur habe ich es erst wieder gemacht, also die Kunde neben mir auch. Ja, und dann... Und dann geht die Ich glaube, mit dir unterwegs sein ist auch witzig, ja. Kann witzig sein, ja. Und dann habe ich ihm ans Knie gefasst und er hörte auf zu husten und ich guckte so hoch und er machte so. Und dann war ja dieses Gebet, also wir haben uns ja da nicht unterhalten, das war jetzt nur so eine kurze Kommunikation und er so, ne? Und ich habe mich natürlich gefreut, dass es wie immer funktioniert hat. Und dann nach dem Gottesdienst sagte er zu mir, sagen Sie mal, was haben Sie denn da gemacht? Da habe ich gesagt, ich habe ihn an die Eins gefasst. Und dann sagte mein Mann, ja, wenn mir eine junge Frau an die Eins fassen würde, würde ich auch aufhören zu husten. Also es ist einfach eine schöne Geschichte, um Jinjinjutsu zu erklären, dass es funktioniert. Ja. Ich habe es ja früher auch nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ja, da hält man den kleinen Finger. Ne? Oder man macht dies oder das und das soll helfen. Wie soll das denn funktionieren? Und also es kann jeder gerne ausprobieren. Aber es ist schon fast beleidigend, wenn du sagst, ich habe ihn an die kleine Eins gefasst, ne? Nee, nicht an die Kleine. Ich habe ihn an die Eins gefasst. Ach so, okay. Habe ich Kleine gesagt? Ich weiß nicht, ich habe mich gerade eingebildet, nein, aber. Nein, ich habe gesagt, ich habe ihn an die Eins gefasst, genau. Und das ist halt Energieschloss Nummer Eins, das bringt halt uns vorwärts, ja. Also man kann auch jeden Tag eine... Ist egal, ob rechts oder links? Ja, also dann im akuten Fall würde ich die rechte Eins nehmen, ne? Die rechte Knieinnenseite. Und, aber man kann auch beide über Kreuz zum Beispiel anfassen, ja. Das kann man auch... Und das halte ich dann einfach oder drücke ja, ich? Oder? Ja, da hältst du einfach deine Hände dran. Unsere Hände sind die Starthilfekabel. Das ist... ja, wie soll ich das beschreiben? Wir haben Plus und Minus. Das ist wie bei einer Autobatterie, die man so überbrückt, wenn die Batterie im Winter leer ist. Und dann kommt ein anderes Auto und dann hat man dieses Starthilfekabel und klemmt Plus, Minus, Plus, Minus. Und dadurch findet ja die Überbrückung statt. Mhm. So. Und wir haben in unseren Händen, kann man sich das auch vorstellen wie Plus, Minus. Ja, hier läuft die Energie in diese Richtung, hier läuft sie in diese Richtung. Also die Energien haben auch Richtungen in den Händen. Und das führt jetzt aber zu weit. Und dann fässt man das halt so an und dadurch wird was bewegt an der Eins sozusagen, ne? An dem Urbeweger. Ja, und damit kann man zum Beispiel so einen Schluck auf, wenn man sich verschluckt hat. Ja. Oder wenn ein Kind sich verschluckt hat oder wenn man einen Bonbon verschluckt hat. Ja, da nimmt man doch üblicherweise die Kinder irgendwie an den Füßen und... Nein, man haut auf den Rücken zumindest. Nein, also mein Vater, das hat mal so ein Kind gerettet. Ja, wenn es noch ein kleines Kind ist, ist er okay. Ja, da kam der Bonbon dann auch rausgeflutscht. Aber es geht eben halt auch mit diesem, dass es also viel schneller geht. Natürlich geht es auch auf natürlichem Weg über die Flimmerhärchen, dass es raustransportiert wird, über die Schleimhäute. Aber das unterstützt das halt. Also, aber bei Schluckauf finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Also Schluckauf meine ich jetzt in Form von sich verschluckt haben. Ach so, okay. Mhm. Ja, Schluckauf weiß ich jetzt gar nicht, ob das da auch unterstützend wäre. Ich werde es ausprobieren, ich habe öfter Schluckauf. Ja, ich habe Schluckauf, ich bin eine große Forscherin, also ich habe Schluckauf herausgefunden, dass das Luft im Magen ist, die den Weg nicht direkt rausfindet. Da kann man also schöne Übungen machen wie Schultern rollen. Also das habe ich herausgefunden. Oder man kann den linken Arm so aufdehnen und dass man dann einfach Bäuerchen macht und die Luft rauslässt und dann ist der Schluck auf. Man kriegt es ja auch auf, wenn man zu schnell isst.
Das ist bei mir ja, zum Beispiel so. Ja. Aber ich tue dann immer so schluckweise langsam Wasser trinken und da geht es dann weg. Ja, eine Ablenkung ist auch immer gut. Also wenn man so sich ablenkt. Langsam halt dann auch, ne? So kleine Schlücke und dann. So verkehrt rum kenne ich das. Nee, verkehrt rum, nur ganz normal. Also einfach kleine Schlücke und dann ist es eigentlich auch nach einer Minute auch weg. Aber es würde vielleicht mit deiner Magengeschichte zusammenpassen. Ja, also ich bin eine große Beobachterin und das macht mir Riesenspaß. Ja. Da habe ich wirklich richtig Spaß dran, Menschen zu beobachten. Und nicht aus, was hat der irgendwie, sondern aus, also wenn mir jemand irgendwas erzählt, ich habe das und das oder mir geht so und so oder ich fühle mich gerade so und so, dann frage ich immer, was hast du erlebt? Was ist passiert in der letzten Zeit? Mhm. Ja, gestern hatte ich eine Kundin, die hatte starke Schmerzen und sie ist in ärztliche Behandlung und das wurde und wurde nicht besser und sie wurde dann halt weiterempfohlen und wir haben herausgefunden, dass es wohl eventuell von der Kühlung im Auto kommt, also von diesen kalten, wir sind ja jetzt gerade im Sommerbereich Klimaanlage. Und dann kommt die Klimaanlage und bringt kalte Luft, ja, und diese kalte Luft aus meiner Erfahrung heraus war der Übeltäter. Das ist die Causa dann, ne? Die Kausalität ist für mich auch immer wichtig. Was ist die Ursache? Warum ist etwas da? Und damit kann ich auch viel arbeiten und so manches vielleicht zum Verstehen bringen. Warum haben wir irgendetwas? Ja. Hm. Naja, ist ja wichtig, die Ursache auch zu finden, ne? Mhm. Was würdest du denn Menschen sagen, die das Interview sehen, um sie zu ermutigen, mal so einen Kurs zu machen? Ja, es macht einfach Spaß. Also ich habe Spaß dabei. Wir lachen viel. Wir sind miteinander. Wir können auch, wenn es jemandem schlecht geht, also auch mitfühlend sein. Diese Selbsthilfekurse, die ich gebe, holt die Leute ab, da wo sie sind. Sie lernen die Energieschlösser, wo sie liegen. Sie lernen, also man lernt dann, was man machen kann. Das ist sehr umfangreich. Das ist gar nicht so kurz, jetzt ohne es zu tun, zu erklären. Mhm. Also es macht einfach Spaß. Man lernt über sich sehr viel. Also man, wie gesagt, man kommt sich ein Stück näher und es macht einfach Freude. Also mir kommt, wenn ich das tue, Lebensfreude. Ja, ich blühe da voll drin auf und ich wünsche mir, dass viele Menschen in Lebensfreude kommen. Ja, es ist ja im Moment keine einfache Zeit und viele Menschen haben Angst. Ja, es gibt also auch speziell gegen Ängste was man machen kann. Mhm. Ne, wenn man sich dann einfach nur den Zeigefinger halten würde, ja, wenn man in Angst, in Not ist. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt. Ich habe das schon mal kennengelernt vor Konzerten. Da habe ich auch einen anderen Sänger beobachtet und der sprach davon, ja, er hält sich den Zeigefinger vor dem Konzert. Und da habe ich gedacht, hey, wieso hält er sich den Zeigefinger? Also es gehört nicht zur Gesangsausbildung, habe ich im Gesangsstudium nicht gelernt, dass man sich den Zeigefinger hält. Und da ist es mir auch schon begegnet, dieses Jinjinjutsu. Ja? Also es kam von allen unterbewusst, Ecken ja. zu mir unterbewusst da. Ja, und das macht einfach Freude, wenn man spürt, man ist nicht hilflos. Auch wenn man jetzt keine Soforthilfe vom Arzt hat oder bis man Hilfe bekommt vom Arzt, ja, bis man das hat, wie man sich beruhigen kann. Oder also es ist einfach eine Selbstunterstützung, bis der Arzt vielleicht auch da ist. Ja? Wenn jemand eine Panikattacke hat und einen Arzt ruft, dann kann man bis dahin schon mal weiterkommen. Ne? Mhm. Ja. Du machst direkt auch selber Kurse? Ja, ich biete selber Kurse an. Wie lange gehen die immer so? Ja, also wenn ich sage... Länger als gedacht. Genau. Also ich habe da eben halt so viel Freude und so viel Spaß dran. Also wenn die Kurse 1,5 Stunden gehen, ich arbeite so, auch für Frauenberatungsstellen, habe ich gearbeitet. Ist das dann in der Gruppe oder einzeln? Ja, ich mache gerne Gruppenarbeit. In der Salzgrotte zum Beispiel arbeite ich, bin auch Atemtrainerin. Also durch die Gesangsausbildung und die sängerische Tätigkeit bin ich dann in der Salzgrotte gelandet. Und da machen wir sowohl als auch Atemtraining, Jinjinjutsu. Und ich kombiniere das auch sehr gerne, weil Mary Burmeister hat auch immer gesagt, lasse die Schultern fallen. Ja, und das kenne ich auch aus der Körperarbeit. Ich habe viele Jahre Alexander-Technik-Begleitung gehabt von meiner Lehrerin, 12 Jahre. Ja. Und das ist nochmal so in diese körperliche Aspekte. Alexander-Technik ist auch eine Atemtechnik, oder? Nein, Alexander-Technik ist im Prinzip, es ist keine Technik, es ist ein
ein, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ein Körperbewusstsein, was man erlernt. Und es ist, wie lerne ich ökonomisch und so, wie es der Schöpfer gedacht hat, mit meinem Körper umzugehen. Mhm. Also ökonomischer Körpergebrauch, ja. Wenn ich zum Beispiel, wenn es zum Beispiel ein LKW-Fahrer viele, viele Stunden im LKW sitzt und immer so sitzt, ja, hat sein, dann macht das ja was mit dem Körper, da verschiebt sich was. Ich habe früher Cello gelernt und mein Cellolehrer hatte ein bisschen durch das Spielen, der war professionell im Orchester, also in einem Philharmonieorchester, der hat dann den Kopf immer so schräg gehalten. Und irgendwann hast du das Gefühl, dass das die Normalität ist. Ja, das ist dann so abgespeichert im System, dass sich das als normal anfühlt. Und wenn man dann den Leuten sagt, guck mal in den Spiegel, das ist aber schief, ja, wie kann man dann, wie kommt man dann Schritt für Schritt in die Begradigung oder so? Ja, also das ist auch nochmal ein Aspekt, wie man auf der körperlichen Seite. Das ist gut für Musiker, ne? Ich kenne das gerade bei den Geigenspielern auch, die ja dann auch immer die Hand oben haben und nicht selten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule haben. Ja. Kommt sehr häufig vor, aber für Musiker ist es natürlich dann auch nochmal, wer was ein Musikinstrument spielt und da auch in einer schrägen Haltung ist, der sollte auf alle Fälle mal bei dir vorbeischauen. Ja, also mir hat zum Beispiel auch sehr geholfen, es gibt einen Strom, der, den macht man, der ist sehr unbequem für den Praktizierenden, ja. Und da hat mir die Alexander-Technik und die Körperleichtigkeit halt auch unheimlich geholfen als Praktiker, das mit Leichtigkeit zu halten. Ja? Also wenn ich dann zum Beispiel, ich habe auch mit der einen Hand den Sitzhöcker, mit der rechten Hand und mit der anderen Hand habe ich von dem Kunden, der bei mir auf der Liege liegt, den rechten Ellenbogen. Ja, das ist ja eine Verrenkung im Prinzip. Und da habe ich also auch durch die Alexander-Technik gelernt, wie kann ich mich locker halten dabei. Und deswegen liebe ich es, diese Kombination zu machen. Ja, also das japanische Heilströmen und diese ganzen Werkzeuge zu kombinieren aus dem Wissen, was ich bis dahin habe. Ich habe auch die Ausbildung angefangen zur Alexander-Technik-Lehrerin. Durch den momentanen Status ist das leider nicht möglich, die Schule so weiterlaufen zu lassen wie bisher. Und ja, das fehlt schon auch. Und also es ist eine gute Ergänzung, alles miteinander zu kombinieren, ja. Ja. Doppelt gemoppelt, ergänzend zu kombinieren. Ja. Ja. Wie erreiche ich dich denn jetzt, liebe Petra? Ja, also ich stelle mir vor, dass wir vielleicht, dass ich mir einen neuen E-Mail-Account einrichte. Okay. Ja. Und dann über den E-Mail-Account man dann vielleicht auch dann meine Telefonnummer bekommt und mich dann erreichen kann. Und ja. So. Dann blenden wir die sehr, sehr gerne mit ein. Ja. Du schickst uns die. Ja. Und ja, wenn von euch draußen jemand Lust hat, mal zu Petra vorbeizugehen, einen Kurs zu besuchen oder sich selber in Behandlung zu begeben, dann, wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr dann die E-Mail-Adresse, worüber ihr die Petra erreichen könnt. Und ja, dir sage ich vielen lieben herzlichen Dank. Gerne. Schön, dass du hier warst. Sehr gerne. Oder noch hier bist. Ja, du hältst dir übrigens fast Energieschloss Nummer 17. Das ist was? Das liegt hier. Ja, das ist also sehr schön. Ja, ich habe auch immer die Hände zusammen. Genau, das ist sehr schön fürs Nervenkostüm auch. Also es ist ein sehr schön. Auch starke Nerven. Ja, nein, das ist, alles gut. Weißt du, wir machen das ja automatisch. Ja. Um, ja, ich habe entweder so oder auch halt gerne dann irgendwie immer so. Ja, es ist so. Viele Leute sagen, ach, was ist das für ein Quatsch? Und dann, wenn man dann im Gespräch ist, dann sage ich übrigens, du strömst dich gerade. Oder wenn man sich erschrickt, macht man ja auch so. Ne? Ja, also man berührt sich automatisch. Dieses alte Wissen ist automatisch da in uns. Wir haben uns als Kinder auf die Sitzhöcker gesetzt und mit den Füßen an der Mauer gebaumelt oder so. Also vieles haben wir automatisch, wo man gar nicht weiß, dass es das schon ist, was wir tun. Ja, oder was Kinder auch viel machen. Das habe ich als Kind auch gemacht, dass ich mich auf die Hände gesetzt habe. Ja, genau. Das ist also zum Beispiel. Das sieht man sehr häufig bei Kindern. Das habe ich früher auch immer gemacht. Darf ich noch kurz sagen? Da hatte ich so einen sicheren Halt. Ja, sag was ruhig es, was noch. Was es macht mit uns. Also das ist der Ort der stillen Erneuerung. Das ist das Energieschloss 25. Und das ist ein wunderbarer Ort, wenn man sich auf die Hände setzt, um zu sich zu kommen, um besser lernen zu können für Schüler, um die Lymphe in Fluss zu bringen, um den Kreislauf in Fluss zu bringen, um sich zu erneuern. Also stille Erneuerung ist das. Ach ja. Ja, das ist da also ich trotzdem, sehr unterstützend. Da habe ich jetzt gerade noch eine Frage, wenn ich dann meditiere,
Hat das dann auch eine Bedeutung, wenn ich die Hände quasi auch auf den Knien habe? Oder ist es vielleicht nicht besser, die woanders zu haben? Das ist angenehm, wenn du die da hast. Natürlich, weil du, wir haben also zum Beispiel die Leber-, Niere- und Milzfunktionsenergie, die steigt also an der Innenseite des Beines auf und geht auch durch die Beine durch, ja, auf verschiedenen, Energieleitbahnen oder Funktionsenergien. Da laufen die lang und wenn du da deine Hände hast, dann kann das sein, dass dir das Meditieren über den Geist gut tut und es kann aber auch sein, dass du dich damit schon automatisch immer geströmt hast, wenn du deine Hände da liegen hast. Ja. Und kann ich auch die Zirbeldrüse erreichen damit? Mit bestimmten... Ja, also wenn du zum Beispiel den Hauptzentralstrom machst, ja, der fängt dann an, indem wir die linke Hand oben auf dem Kopf haben, als Beispiel. Ja, und wir gehen dann halt am dritten Auge und dann gehen wir abwärts an verschiedenen Punkten den Körper lang runter und die letzte Position ist dann wieder eine energieaufladende, also wo man wieder die Kraft ins Fließen bringt und man harmonisiert sich dadurch in die Mitte, man berührt alle Drüsen, also man spricht alle Drüsen an und so. Ja, das ist also sehr umfangreich, um das jetzt so kurz anzureißen. Das lernt man dann bei mir zum Beispiel auch im Kurs, im Selbsthilfekurs oder auch, ja, wo immer man sich trifft. Genau. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön, dass du hier bist. Ja, danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal und dahinter lasst uns eine kleine Spende. Ich sage schon mal herzlichen Dank und bleibt gesund.